Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei den Streckenerfahrungen Fuji International Speedway. Ja, kurzes Video, starten wir gleich los mit der ersten Mission hier. Da oben seht ihr schon die Zeit, 22,5 Sekunden. Also am besten da drunter bleiben, dann habt ihr auf jeden Fall die Goldmedaille und nicht über 22,5 Sekunden, weil dann habt ihr die Goldmedaille nicht. Ganz einfaches Prinzip. Ihr wollt die Goldmedaille, aber das ist ja hier auch wirklich keine Kunst. Jetzt haben wir hier gleich das erste fertig. 22,104. Ja, dann habt ihr schon das erste hier Gold erreicht. Also es sollte, denke ich mal, kein Problem sein. Hier der erste Streckenabschnitt. Ja, machen wir gleich weiter hier zum zweiten Streckenabschnitt. Diesmal ein Stück länger, was da hier fahren muss. Diesmal sind es 34,5 Sekunden. Ja, und schauen wir mal, was wir denn hier so erreichen. Und dieses Fahrzeug hier, diesen Toyota, also ihr könnt kein anderes Fahrzeug nehmen. Das ist bei Streckenerfahrung immer so. Ein Fahrzeug ist vorgegeben und nur dieses Fahrzeug könnt ihr auch nur fahren für diese Streckenerfahrung. Aber es ist ein gutes Fahrzeug und es ist auf jeden Fall machbar und relativ leicht hier auch Gold zu machen, sage ich mal so. Ja, 33,419 Sekunden reicht auf jeden Fall auch für Gold. Da wäre noch eine Sekunde Luft gewesen. Ja, super einfach. Ja, dann machen wir gleich weiter hier zum dritten Streckenabschnitt hier. So. Der dritte Streckenabschnitt wieder mit den Toyota ist klar. Diesmal 51,7 Sekunden. Daran seht ihr schon, die Zeit ist ein bisschen mehr geworden. Also müsst ihr ein bisschen mehr fahren. Hier bei der Kurve auf jeden Fall aufpassen, dass ihr da rechtzeitig bremsen tut und versuchen möglichst gut um die Kurve herumzukommen, dass ihr da nicht zu viel Zeit verliert. Hier auch versuchen, dass ihr da nicht aus die Kurve irgendwie rausfliegt. Hier auch wieder rechtzeitig bremsen, links rein, vorsichtig hier rum. Ja, also einfach am versuchen, möglichst fehlerfrei, ganz normal hier durchzufahren und dann sollte das eigentlich gar kein Problem sein, dass ihr hier auch auf diesen Streckenabschnitt auch hier Gold schafft. So, da ist die Ziellinie, sind wir durchgefahren und es reicht hier auch wieder für Gold. Glückwunsch, Goldrekorde erzielt. Ja, das waren die drei Streckenabschnitte. Das war's schon. Und der letzte Streckenabschnitt ist dann also die komplette Strecke. Ja, und für die komplette Strecke habt ihr 1,448 Zeit. Ja, aber wenn ihr in den ersten drei Streckenabschnitte Gold habt, dann schafft ihr eventuell, ich hoffe doch, gehe ich mal von aus, schafft ihr hier auch auf der kompletten Strecke Gold. Ja, und da vorne ist schon die Ziellinie, fahren wir hindurch und es sieht aus, als wenn es hier doch für Gold reicht. Jawohl!
war noch ein bisschen Luft gewesen auf jeden Fall. Über eine Sekunde hätte ich noch Zeit gehabt. Ja, auf jeden Fall. Man könnte jetzt noch mal fahren, Zeit verbessern, aber ist mir egal hier. Gold so und dann passt das schon. Ob so alles auf Gold hier und dann ist schick. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und im nächsten Video geht es dann weiter bei der GT Leech. Da gibt es nämlich neue Missionen. Ja, seid gespannt. Bis dahin, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß bei Gran Turismo Sport. Bis dahin, macht's gut, Leute, und ciao.